Herzlich willkommen zur weiteren Folge hier in Thüringen. Wir bereiten jetzt die Ernte vor, obwohl noch Regen ist. Ne? Regen für mehrere Tage eigentlich. Aber wir müssen trotzdem was tun. Sechs Vorbereitungen. Wir fahren die Drescher aus dem Feld. Einer ist schon draußen, der ist nach Holland. Jetzt fahren wir den Käse raus. Den fahren wir auch zum anderen Feld. Und hinstellen und warten. Der können wir dann nicht tun. Also wir warten nicht, aber wir werden dann hinfahren und dann nächste hinfahren. Also wir haben auch noch einen für Weizen. Und dann werden wir halt die Abfahrfahrzeuge in den Führungskurs einfahren und Überladewagen noch kaufen. Zum Beispiel, das können wir noch tun. Und dann gucken wir gleich mal, ob die Kälber, und die Tiere allgemein noch Futter brauchen. Wahrscheinlich, ne? Und dann schauen wir mal, ne? Wie der Regen anhält. Plan B, Holz machen nebenbei, Holz verkaufen. Wir brauchen einen Überladewagen, das fällt mir gerade so ein. Dann können wir vielleicht mal Mist reinfahren in die BGA. Können wir auch tun. Böses Wetter hier, böses Wetter. Aber was soll's, ne? Hier können wir auch zurückfahren. Ja, oder wir lassen drauf. Für nächstes Mal gleich, ne? Ist halt so. Können wir aktuell nicht ändern, ne? Also Heu hätten wir, wäre nichts geworden, ne? Also es wäre vielleicht noch trocken geworden, aber hätte uns bei der Ernte mächtig geärgert, weil sobald Regen einsetzt, wird Heu dann im Prinzip weniger. Wird im Grunde nass und im Prinzip ja, unbrauchbar in Anführungszeichen, weil dann muss er liegen lassen zum Trocknen, ne? Wenn Heu nass einlagern ist irgendwie nicht klug, weil das wird ja sofort schimmelig, ne? Also ja, wir bereiten die Ernte vor für Raps einmal. Das zweite Feld auch Raps und das dritte Feld ist Weizen. Wenn man vorne sieht, da sieht man schon noch Holland stehen. Der wartet drauf, aber leider bei Regen geht nichts. Und wenn der Regen aufhört, irgendwann in naher Zukunft, hoffentlich bald, ja, haben wir so Probleme. Wir müssen die Strohballen runterholen, oder die Heuballen, die Silageballen. Das haben wir alles durch. Um da nachher auch mähen zu können. Vielleicht mähe ich auch ein bisschen früher. Das wäre eine Option, ne? Ja, hier ist Raps. Der wartet, dass er geerntet werden kann. Unser Soja, ne? Und wir haben noch Sonnenblumenfelder. Gehen wir kurz zurück. Da haben wir schon. Die John Deere. Das sind alles Originalfahrzeuge, außer der hier. Das ist ein gemoddetes Fahrzeug, also Gerät. Weil John Deere hat so ein Ding nicht. Aber das ist so tragisch, die Funktion funktioniert. Wenn wir jetzt mit 6 Tage gespielt hätten oder 9, hätte ein Drescher aufgereicht. Aber so ist er besser, man hat 3. Die Ernte innerhalb eines Tages erledigt ist. Ne? Also aber mit 6 oder 9 Tagen dauert das so lange und dann werden die Tiere überhaupt nicht gut. Ne? Das ist ja hier ein Schwerpunkt von mir. Tiere großziehen. Denn
alleine Zeit man nicht hochrechnen würde. Naja, wäre natürlich besser von der Arbeit her Landwirtschaft nur mit 6 Tagen zu spielen, aber für Tiere ist es besser, man macht mit 3 Tagen. Es sei denn, man schafft die Arbeit nicht, ne? Das ist natürlich klar, dann muss man sagen, okay, wir machen auf 6 Tage. Ne? Kann natürlich sein, irgendwann, wenn man mal ein Feld mehr habe oder 2, 3 Felder mehr habe und die Arbeit nicht schaffen würde, dann würde ich sofort sagen, okay, ich gehe auf 6 Tage. Aber wechseln soll man nicht so einfach so mittendrin, sondern immer im Winter. Also Winterbeginn würde ich es machen, weil dann beginnt die Natur wieder von vorne zu beginnen, also zu wachsen im Prinzip. Bei vielen ist noch im Januar erntefähig, also angezeigt ist man meistens zu nass. Dann würde ich eher in der Mitte umwechseln, ne? Sobald das Wachstum aus Null geht. Ne? Oder wenn alle Felder abgeendet sind und die anderen Felder halt im Wachstum sind, da kann man trotzdem aufwechseln. Ne? Aber wie gesagt, im Winter. Was kommt jetzt hier durcheinander? Ich meine, einen Tag früher zu ernten ist vielleicht noch verkraftbar, in Anführungszeichen, aber wenn es dann nicht reif wird, dann ist es ärgerlich, ne? Bleib doch mal stehen, die blöden Krähen. Flieg doch nicht mal weg. Für ein Gatsch ungefähr. Ich hoffe, das hat keine Probleme mit Ton. Scheint jetzt gut zu laufen. Ob da ein Kabel nicht dran war, weiß ich nicht. Eben gerade wieder. Das ist nicht dann leicht. Kann aber auch von Musik gewesen sein. Das muss man bedeuten haben. Oder von der Brechung, wenn das Spiel lädt, ne? Also wenn du im Prinzip nachladen musst, ne? Die Region. Dann kannst du auch sein, dass da Probleme gibt. Weiß es aber nicht. Da sind wir! So. Mal gucken. Wir müssen sehen, ob wir ein Fahrzeug finden, den wir gut. Ich wollte mal schauen, ob die Tiere alles haben. Wir müssen hier ausmachen. Regen. Schnee sogar. Im Winter, aber gut. Wieder 3 Tage ist viel zu sehen. So, Milchhof. Futtermäßig kann gemacht werden. Da passt das noch alles. Und da muss aber gemacht werden. Okay, dann machen wir Futter. Futter. So, da haben wir den roten Anhänger gehabt, ne? Aha. Den muss ich auch mal testen, ob das überhaupt funktioniert, ne? Hochsiedlung, ne? Aber müsste ich mal gucken, was ich im Lager habe aktuell. Ob wir da was reinkippen können und was rausholen können. Ich meine, gut, ich habe hier ein Multi-Fruchtlager gebaut. Auch für Heu und so, ne? Brauche nicht so viel anfahren. Ey, so ein Scheißwetter. In Anführungszeichen, ne? Ja, hier im Spiel ist alles okay. Keine Hitze, Rechtsaufnahme, bis zu viel. Obwohl es noch keine Probleme gibt, ne? Also keine Meldung dergleichen, ne? Aber. Mal kurz, ob er reingeht. Oh! Haben wir hier 2 Lager für Gülle. Ich kann mir nicht vorstellen, warum wir plötzlich so viel haben. Möglich. Schließe ich mal nicht aus. Ticker kann man ja so nicht erkennen, wenn wir spezielle Software haben. Ist auch nichts drin, wäre interessant, wenn ich es übersehen könnte. Aber wie gesagt, hier geht er mit Gülle und dann beim
bei der Marsch halt nicht, ne? Und ich bin daran, dass wir einen Deichsel haben und da. Nein, normalerweise nicht. Sind sie nicht hier auf 50 Grad? Ich weiß gar nicht, was der so hier macht. Ganz kurz drücken. Mal sehen, was er macht. Wir brauchen einen Tropfen Sonne. Egal, mach ich hier. Jo, gut, er ist drinne. Fahren wir mal gleich rüber zum BGH. Abkippen, ne? Da können wir gleich. Durch die goldene Mitte. Außenansicht. Ja, man kann dann nicht vergleichen wie im Realleben, ne? Wenn man wieder fahren würde. Weil wo ist denn der Punkt? Muss immer den Punkt erwischen, wo man abkippen kann, ne? Mal so. Ja. Man muss natürlich auch den Anhänger wieder nicht deichseln, ne? Ja, nur einfach nicht immer unbedingt, aber meistens so. Ja, genau hier. So, nehmen wir anderen Fahrzeug. Die beide besuchen. Gehen wir gleich Wasser, ne? Ups. Heute sind wir sportlich. Und dann werden wir gleich mal hier putzen. Das heißt, mit Deutsch müssen wir den Fahrzeug erstmal leer machen. Das können wir nicht putzen. Aber hier war alles voll gewesen an Futter, also dann werden wir hier rausfahren. Beziehungsweise im Nachbarstall leer machen. Ne? Da können wir putzen. So, gib mir die Gülle ab, dann können wir mit anderen Fahrzeugen gleich durchlegen, mit dem Traktor das Futter holen. Weil das wäre hier zu wenig, ne? Auf Dauer. So. Also genau muss es sein, ne? Migration angezeigt und ausgeleert.
Aber gut. Vielleicht kommt da noch mal was. Vielleicht gibt es auch keine Lösung, kann auch sein. Ich glaube, alle. 2000 Minuten. Schiebtemperatur. So, dann ist der leer, können wir dann den Arm putzen. Hier brauche ich nicht putzen. Ich habe noch vor, noch einen weiteren Stall zu bauen. Nur für Mastrinde in Anführungszeichen, aber weibliche Tiere, dass wir uns die Mastrinde dann allein züchten. Ne? Aber wir müssen Geld für haben. Das müssen wir nächste Träger mal einbringen. Dann gehen wir noch ein bisschen planieren. Hier sind ein paar Hügel noch da. Auf. Putzen mal hier den Stall, das ist sauber. So. Das ist wie ein großer Staubsauger. Aber sehen tut nichts. Acht Stück so ein Meckern wegen Sauberkeit. 48 Teile. Ja, das andere ist jetzt Futter für Tiere, ne? Das hat da noch ein Trigger hinkommt, ne? Aber das ist aktuell nicht so richtig. Ja, das sind unsere Kälber, ne? Nicht wundern. Wir sind groß geraten, ne? Aber alles was weiße, ne? Also männliche Tiere, das wären Mastbullen, ne? Na, bist du leer? Gut, dann können wir wieder auf Deichsel gehen und abhängen. So, liebe Schauer, das soll es für heute gewesen sein. Ich sag mal schönen Dank fürs Reinschauen. Dann sag mal tschüss und den Gewinn geht. Ciao, ciao. Ja, morgen geht's weiter. Zum Sonntag. Ja, dann werden wir Tiere versorgen und natürlich hoffen, dass wir besseres Wetter zu anderer Arbeit finden. Ne? Wahrscheinlich, ja, Holz. Tschüss und ciao, ciao. Bis dann. Tschüss.